Hallo Leute, herzlich willkommen zu Aaron Gunn Traveling. Es ist mein erstes Video, in dem ich Deutsch spreche. Also werde ich so viele Fehler machen. Es tut mir leid, aber los geht's. In diesem Video spreche ich über meine Deutschlernreise nach 3 Monaten Berlin. Zuerst möchte ich sagen, dass es insgesamt gut läuft. Ich kann einfache Unterhaltungen führen, ich kann bestellen, ich kann einkaufen. Okay, es gibt Begriffe, die ich nicht verstehen kann, aber gut. Es spielt keine Rolle. Einkaufen ist einkaufen, oder? Ich kann die Züge nehmen, ich verstehe die Anzeigen, aber die Durchsagen kann ich nicht. Es ist immer so schnell und undeutlich. Ich kann auf jeden Fall in Berlin überleben. Ich mache Fortschritte, aber es gibt auch noch einige Herausforderungen, ne? Zum Beispiel fällt es mir schwer, mit Deutschen längere Gespräche zu führen oder mit einheimischen, insgesamt deutschsprachigen Leuten zu führen. Besonders wenn sie schnell sprechen oder wenn sie einen Dialekt benutzen oder wenn sie einige Verkürzungen benutzen. Es frustriert mich. Wenn ich nur 50, 60% verstehen kann, ich sage nichts, weil ich diese Freunde nicht verlieren möchte. Eine andere Schwierigkeit ist, wenn ich beim Bürgeramt, Finanzamt oder irgendwelchem Amt, ist es immer schwieriger, wenn ich die Anweisungen oder die Begriffe nicht richtig verstehen kann. Ich habe immer Angst und sie sind so ungeduldig. Auch offizielle Briefe sind manchmal kompliziert für mich. Ich muss Google Translate oder DeepL benutzen. Ich muss oft Wörter nachschlagen oder um Hilfe bitten. Das ist die gesamte Situation. Jetzt zu meiner Lernmethode. Ich verbringe zumindest 2 bis 3 Stunden pro Tag beim Deutschlernen. Es hängt davon ab, oder? Wenn ich super beschäftigt bin, dann mache ich weniger Stunden. Wenn ich mehr Zeit habe, dann mache ich mehr. Aber ich versuche immer, jeden Tag ein bisschen Deutsch zu lernen. Ich habe versucht, in einer der Volkshochschulen anzumelden. Es ist immer so schwierig, weil ich habe noch nicht einen Stundenplan gefunden, der zu mir passt. Ich versuche, so viel wie möglich mit den Deutschen sprechen. Ich habe einige deutsche Freunde und wir treffen uns regelmäßig, um Deutsch zu üben. Ja, sie können meinen Akzent und meine Wörter oder Grammatikregeln korrigieren. Die Deutschen machen das nicht so gerne. Ich glaube, sie sind super nett zu mir, aber ich hoffe, dass die Leute mich korrigieren können. Außerdem habe ich einen Habit Tracker on Notion. Ich folge diesem Habit Tracker, um jeden Tag ein bisschen Deutsch zu üben. Damit stelle ich sicher, dass ich jeden Tag etwas für mein Deutsch tue. Ich höre auch gerne Podcasts beim Spazieren oder im Zug, wenn ich passiv lernen möchte. Sagt man das? Es gibt tolle Podcasts für Deutschlerner, aber es ist frustrierend, weil ich das Niveau nicht habe. Manchmal möchte ich aufgeben. Es ist also wichtig, Materialien zu finden, die für dein Niveau geeignet sind. Abends schaue ich oft an die deutschen Nachrichten. Es hilft mir, mein Hörverständnis zu verbessern, aber ich höre nur die einfachen Nachrichten, weil die normalen Nachrichten kann ich nicht gut verstehen. Gleichzeitig kann ich mehr über die Situationen oder die Nachrichten in Deutschland lernen. Das ist gut. Natürlich benutze ich auch Lernbücher, aber ich finde es ist zu trocken. Es ist notwendig, weil ich weiß nicht, was ich lernen muss. Ich habe verschiedene Bücher für Grammatik, für Leseverständnis. In meinem nächsten Video werde ich genauer über meine Strategie oder Deutschlernen-Strategie reden und euch meine Lieblingsapplikation und Lern Bücher zeigen. Ich glaube, ein Vorteil für mich ist, dass ich schon Erfahrungen in Sprachlernen habe. Ich spreche Englisch und einige andere Sprachen. Dadurch weiß ich, wie ich eine neue Sprache am besten lernen kann. Zum Beispiel, ich weiß, wie wichtig es ist, jeden Tag ein bisschen Deutsch zu üben, statt einmal pro Woche sehr viel Deutsch zu lernen. Das ist nicht so produktiv. Ich vergesse einfach die neuen Vokabeln. Das ist nicht so hilfreich bei mir. Zumindest ist das meine eigene Erfahrungen. Natürlich gibt es Momente, in denen ich frustriert bin. Manchmal fühle ich mich, als ob ich keine Fortschritte gemacht habe. Ich bin aufgebracht vor 2 Wochen. Es war dumm und ich habe einige Grammatikfehler gemacht. Also in diesem Moment versuche ich, mich daran zu erinnern, wie weit ich schon gekommen bin. Eine interessante Beobachtung ist, dass man in Berlin eigentlich gut ohne Deutsch
zurechtkommen kann. Viele Menschen hier sprechen gut Englisch, besonders in den touristischen Gebieten oder bei den internationalen Firmen, wenn du hier arbeiten möchtest. Die Leute freuen sich zwar, wenn man Deutsch sprechen kann, aber wenn nicht, ist es kein Problem. Trotzdem ist es mir wichtig, Deutsch zu lernen. Ich möchte mich gut in die deutsche Gesellschaft integrieren. Ich möchte die deutsche Kultur besser verstehen, deutsche Freundschaften aufbauen, wohlfühlen hier in Berlin. Deshalb habe ich diese Art von Motivationen, jeden Tag ein bisschen Deutsch zu üben. Ich möchte Deutsch meistern. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Einblick in meine Deutschlernreise bekommen. 3 Monate in Berlin ist nicht genug, Deutsch zu meistern, aber ich versuche immer. Eines Tages werde ich gutes Deutsch sprechen. Hoffentlich. Wenn ihr Tipps habt, zum Beispiel deutsche Dramen, Serien, Filme, Bücher, bitte schreibt sie mir in die Kommentare. Dankeschön und ciao, ciao!